So, jetzt kommt die große Überraschung. Wieder ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Aber auf mehrfachen Wunsch in den letzten Streams kommt jetzt, und ich hoffe, es funktioniert. So. Ich stelle die Musik mal runter, da ich nicht weiß, inwieweit das generell laut ist. Achso, vielleicht sollte ich nochmal in die Videooptionen gehen, um zu gucken, ob ich hier irgendwie so, ja, das, ja, alles super. So. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, wie es funktioniert, was man machen muss. Und ich frage euch jetzt, soll ich ein Tutorial spielen? Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich einstellen kann? Autosave Timer 5 Minutes. Ich mach mal eine Minute. Ja, ich mach mal 5 Minuten. Enable Edge Scrolling, whatever. Auto Slow Down on. Auto Slow Down on Disaster. Ja, auf jeden Fall. Disaster hört sich schon so an, als ob man da Auto Slow Downen müsste. Input. Perfekt. So, also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel. Es sieht mir ein bisschen aus wie Anno, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, Tutorial oder New Game? Ich warte mal kurz auf Rückmeldung und ich habe jetzt, sage ich mal, alle Zeit der Welt. Ich habe zwar 23 Uhr als Ende terminiert, habe aber kein Problem damit, noch ein bisschen dran zu hängen. Das heißt, ich könnte Banished auch, habe ich jetzt nicht unbedingt vor, noch eine Dreiviertelstunde enden zu lassen. Tutorial auf jeden Fall. Okay. Ich kann ja verraten, was ich als letztes Spiel für heute noch geplant habe. Und zwar wäre das Besiege. Das hat der Druffziller sich auf jeden Fall schon sehr oft gewünscht. Okay, wir machen Tutorial. So, getting started. Learn the basic of the game, including camera movement, constructing basic buildings, assigning workers to job and starting a new town. Okay, absolut keine Ahnung, nicht zu vergleichen. Alles klar, ich mach mal getting started. Loading. Okay, wir schauen mal. Ach du heilige Scheiße. Welcome to Banished. In this game you control a group of exiled travelers who decide to restart their lives in a new land. You'll have to help them survive. Press the next button to continue. Okay, let's do this. Yeah. At any time during this tutorial, you can access the option menu by pressing Escape. Oder irgendeine Eingangstür. Ah, da unten. Okay, alles klar. Ja, Maus-Movement funktioniert schon mal super, besonders wenn das Spiel es zulässt, dass ich mit dem Mauszeiger auf meinen anderen Bildschirm komme. From the options menu, you can save and load your progress, change settings or exit the game. Okay, next. First, get familiar with moving around the landscape. Ach so, okay, perfekt. Kann man das mit Controller spielen? Zumindest nicht ad hoc. Schade, oder? Nein. You can also move the mouse. Okay, ja, yeah, try it now. Haben wir gemacht. You can rotate by pressing Q or E. You can also rotate by view. Ah, Middle Mouse Button. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Habe ich verstanden. Oh. Also, ihr könnt mir aber gerade sagen, für mich ist der Sound relativ laut und wenn ich dem Pegel hier trauen darf, ist er für euch auch relativ laut. Das ändere ich gerade mal kurz. Ich mache das mal auf 50 alles. Vision. So, müsste glaube ich besser sein, oder? Der Regen macht mir zumindest gerade einen relativ lauten Eindruck. Macht das für mich nochmal ein bisschen leiser. You can zoom the camera in and out by pressing Insert and Delete, scrolling the mouse button. Ja, okay, das ist klar, alles klar. Change the pitch of the camera by pressing Page Up and Page Down. Okay, Winkel verändern, alles klar. Oh, ich glaube, so mag ich das ganz gut, ganz gerne. Okay, now that you're familiar with them, it's time to start playing. You might notice that some people have this icon floating above their heads. This means that the townsfolk don't have a place to live. Oh, armen Völker. Armen, die armen, die armen, die armen,
Leute hier haben nichts zu Hause. You can provide the townsfolk with places to live by building homes for them. First select the housing menu on the toolbar. Ja, das machen wir doch mal. So, wir bauen ein Haus offensichtlich. Oh, das müssen wir da hinbauen. Können wir wahrscheinlich im normalen Spiel überall hinbauen. Wir bauen es mal hier hin. Placing a building will leave a footprint where it will be built. To get the townsfolk to start constructing, you have to collect wood. Okay, wir müssen also Holz sammeln. Wir machen mal Holz. So, und using the mouse click in one corner of the highlighted area and drag the mouse into the other corner. Okay. So, und jetzt gehen die Bäume fällen. Fällen die schon? Ach ja, guck mal, auch das ist auch niedlich. Guck mal, oh, hier ist ein Baum umgefallen. Ach, guck mal. Oh. Jetzt ist besser immer noch laut. Okay, ja, ist kein Problem. Ich habe auch den Eindruck, als ob es immer noch ein bisschen laut ist. Ich drehe es nochmal 10% runter alles. Ist immer noch laut, ne? So. Ist irgendwie immer noch laut, ne? Also auch bei mir ändert sich da nicht wirklich was gerade. So. Spielzaun ist immer noch zu laut. So. Jetzt müsste es, glaube ich, in etwa passen, oder? So vom Pegel her ist es jetzt ungefähr halb so laut wie meine Stimme, wenn ich das so sehe. Okay. Hoppelopser schreibt noch, du kannst auf Steam eine Mod für die deutsche Sprache bekommen. Okay, sollen wir das noch eben machen? Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, oder? Habe ich nicht hier, pass auf, ich mache mal Load, Save, Resume. Ich mache erstmal das Tutorial zu Ende. will be head to that area and start removing rocks and trees. While they are busy, you can place a stockpile where the citizens will store logs, stone, iron and firewood. Select the storage. Machen wir. While any town's person can cut down a tree or move materials from one place to another, same jobs require specialized workers. In the case of construction, you'll need to assign builders. Select tools by pressing Zahnrad. Assign jobs to citizens. Oh, okay. Try to assign two builders by pressing the up arrow. Ach so. This up arrow. So. T oder R? Ah. T oder R? Ja. Was ist das hier? The reverse of locks is low. Okay. Okay, ja, alles klar. Ach, guck mal, wie sie alle hoppeln hier. Also, ich würde sagen, läuft bei uns hier, ne? Einen wunderschönen guten Abend, Flatty. Zu deiner Frage kann ich ja auch nicht beantworten. Also zumindest ad hoc nicht. Müsste ich selber gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Läuft hier bei uns. Läuft hier. Läuft alles rund. So kann man es noch schneller machen. Guck mal. Wie die Ameisen. Nee, nee. Es gibt ein großes Gemeinschaftshaus. Ja, ich glaube, das kann ich im Tutorial nicht bauen erstmal, ne? Würde ich jetzt mal so schätzen. Also ist alles ausgegraut hier gerade, ne? So, komm, wir lassen die erstmal zu Ende bauen hier. Guck mal, wie schön das geht hier. Oh, toll. Great! You've built houses for the all...
for the all, the townsfolk? That may have seemed like a lot of work for a few houses, but now you know how to build anything. Okay. Jetzt brauchen wir Nahrung, alles klar. Fishing Dock. Okay, das bauen wir. Fishing Dock bauen wir hier hin, offensichtlich. Assign Jobs to Citizens. Fisherman. Assign 4 Fishermen. Okay, 4 Stück. Ja, kann man schließen. Sehr schön. Hä? Was du wolle. Nee, mein Freund. Was du wolle. Mensch, hier kann man nichts. Okay. Gibt es einen Multiplayer-Mode? Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich nicht drauf geachtet. Hier. Hallo? Ich würde gerne. Achso, da. Mach mal schneller. So, die wissen alle nicht, was sie tun sollen. Mit den Fragezeichen nehme ich mal an. Wenn du zu schnell vorspulst, verpasst du eine Menge. Ja, ich will ja nur das Tutorial mal eben sehen, so, ne? So, hier. Dirt Road. Ach, guck mal. Praktisch. Okay, alles klar. Was ist das hier? Show General Statistics about the town. So, was haben wir denn hier? Wir haben Amount of Stored Alcohol. Oh, die haben nichts zu saufen mehr. In the overview, you can see the amount of stored construction material, food, firewood, clothing and tools. You can also see current population, average health and happiness. Okay, die durchschnittliche Gesundheit ist bei 4,5 Sternen. Irgendwer ist krank offensichtlich. Aber die durchschnittliche Zufriedenheit ist durchaus mit 5 Sternen sehr positiv. As well as the current weather. Was haben wir denn? 80 Grad. Fahrenheit, vermute ich mal. Und es ist Sonne. Fischermann musst du noch einteilen. Nö, habe ich ja eben gemacht, Fischermann. Fischermann habe ich ja eben gemacht. Ich bin ja im Tutorial eh eingeschränkt, ne, was ich tun kann. Also ich kann ja da nichts frei machen. If you look at the overview tool, you can see that there aren't enough logs left to build the storage barn. Okay. Achso, ich muss erst hier. Das ist, ne, man muss hier halt immer auf Next klicken. Und so, wir werden jetzt hier mal ein paar Bäume fällen. Zack. So. Boah, das ist mir alles schon zu dicht gebaut, ne? Ich bin ja eher so ein großzügiger Bauer. Ich mache das immer sehr großzügig. Dass die Leute auch sehr viel Platz haben. Kannst umstellen in Celsius, okay? Machen wir später. Guck mal, wie die Bäume hier fallen. Roms, 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 roms. Super. Gefällt mir grafisch echt ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch eigentlich ein Freund von solchen Spielen. Ich bin mir nicht... Also bisher kann ich erstmal noch nicht so einen riesen Unterschied zu Anno entdecken. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe Anno, auch den letzten Teil, den ich gespielt habe, war irgendwie Anno 108. Also ich habe bestimmt schon 10 Jahre lang kein Anno mehr gespielt. So spontan kommt es mir sehr ähnlich vor wie Anno. Was ich nicht unbedingt so gut finde, ist, wenn es bei solchen Spielen dann irgendwann darum geht, nur noch so Krieg zu spielen irgendwie. Weiß nicht, ob es da bei Banished irgendwann auch so drum geht. Achso, die Facecam steht ein bisschen blöd da unten, glaube ich, ne? Werde ich das gleich nochmal umpositionieren. Was sagt er? You can always assign workers by using the profession tool. Achso. Oh, schön.
Walkers will remove the inventory from the cart and then move it into the storage barn. Okay. Schön. Machen wir hier nochmal vorspulen. Läuft bei uns. Alle, die ein Häuschen über dem Kopf haben, brauchen eine Unterkunft. Ah, okay. Hier gibt es keinen Krieg. Das finde ich schon mal super. Finde ich super. Okay, ja. Das ist also das interne Wiki vom Quid. Okay, super. Das war das erste Tutorial. So, Mods. Browse Workshop. Pass auf, ich suche mal nach. Deutsche Übersetzung. Das nehmen wir. Deutsche Übersetzung nehmen wir mal. Oder nehmen wir German Translation. Mod Updates are ready. Okay. So, muss ich das irgendwo umstellen, oder? Achso, wahrscheinlich bei Mods, ne? Enable. Okay. Changes to the loaded mods require the menu to be reloaded. Do you want to apply the changes and reload now? Ja, klar. Hau rein, mein Freund. Ach, guck mal. So. Ich vermute mal, die anderen Tutorials sollte man auch machen, oder? Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich habe echt keine Ahnung von dem Spiel, ne? Oder soll ich einfach mal neu anfangen? Ich meine, ich habe ja hier voll die Profis, ne? Größer Unterschied, man kann Feldergrößen variabel machen. Bei Banished vermehren sich die Dorfbewohner realitätsgetreu, machen Kinder wachsen, alte Menschen sterben und so weiter. Banished gibt es keine Gegner. Es gibt zum Beispiel auch keine Produktionsstätten wie in Anno, nur Schmied, Schneider und sowas. Man braucht keine Bauernhöfe und so. Da platziert man einfach Häuser in der Nähe der Felder und dort leben dann die Bauern. AFK war gleich Feierabend. Ah, schön, Mad Max, das freut mich für dich. Ja, schreibt mir gerade mal irgendwie mit dem Tutorials. So, ist der Flatty schon wieder weg? Ich sehe ihn schon wieder nicht mehr. Ja, Part Flatty Pain. Okay, mach die anderen noch. Vor allen Dingen überleben. Alles klar. Kein Problem. Machen wir. Jetzt ist es auch in Deutsch. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen einfacher für alle, inklusive mir selbst. Es gibt spezielle Gebäude, die Ihnen helfen können, Ihre wachsende Stadt am Leben zu erhalten. In diesem Tutorial werden Sie die Berufe Schmied, Schneider, Kräutersammler und Förster näher kennenlernen. Weiter. Platzieren Sie zunächst eine Schmiede. Der Schmied stellt Arbeitswerkzeuge für Ihre Stadtbewohner her. Beginnen Sie, indem Sie zunächst in der unteren Hauptleiste die Kategorie Ressourcenproduktion auswählen. Machen wir doch. Das muss ich eigentlich nicht alles vorlesen. Das reicht, wenn ich mir das selber durchlese kurz und entsprechend darauf reagiere. So, wir wollen den Auftrag geben. Erhöhen Sie die Spielgeschwindigkeit, indem Sie sich schneller abschließen. Ja, okay, machen wir. Zack, zack, zack. So, hier, Schneider. Zack, halt. Halt, halt, ne, wie, so. Zack. Das ist der Kräutersammler. Oh, so. Und hier haben wir das Forsthaus. So. Einen Schmied. Einen Schneider. Einen Kräutersammler. Einen Förster, zwei Förster, drei Förster offensichtlich. Okay, alles klar. Das war die Schmiede hier, ne? Kann man da irgendwie nochmal draufklicken oder so? Also sieht man, was man jetzt hier gebaut hat? Oder was hier gebaut wird? Moment, ich möchte gerne... Hallo, stopp. Machen wir Pause hier. Achso, okay, das sieht man jetzt da an dem Schmiedehammer. Hier oben... Was ist das? Man weiß es nicht mehr. Okay, wir machen einfach mal weiter.
Arbeiter aller Berufsgruppen benötigen Werkzeuge, um effizient ihre Arbeit zu verrichten. Wenn für einen Siedler kein Werkzeug zur Verfügung steht, erscheint das folgende Symbol auf dessen Kopf. Okay, Werkzeug nutzt sich nach einer gewissen Zeit ab und muss ersetzt werden. Der Schmied stellt zu diesem Zweck ein neues Werkzeug her. Super. Klicken Sie auf die Schmiede, um das dazugehörige Detailfenster zu erhalten. Ah, okay, ja. Der Schmied benötigt Holz und Eisen, um neues Werkzeug herzustellen. In diesem Fenster wird ein Überblick über den Inhalt des Lagers der Schmiede angezeigt. Okay, ja, das klingt logisch. Kann man das irgendwie langsamer machen? Nee. Okay, alles klar. Sie können steuern, wie viel Werkzeug hergestellt wird und gelagert wird. Indem Sie ein Limit setzen, wenn im Gebäude aufgrund eines Limits die Produktion eingestellt wurde, erscheint das folgende Symbol darüber. Okay, Werkzeuglimit. Mach mal. Kann man das auch eintippen? Ah, super, guck mal. 500, halt schön, super Wert. Arbeiten. Okay. Sie können weiterhin steuern, welche Art von Werkzeug hergestellt wird. Aus Holz, Eisen und Kohle kann der Schmied Stahlwerkzeug herstellen, welches haltbarer ist als Eisenwerkzeug. Ja, dann machen wir das doch. Achso, wir haben keine Kohle, ne? Das macht ja keinen Sinn. Klicken Sie auf die Schneiderei, um das dazugehörige Detailfenster zu bekommen. Okay, ihr seid euch einig, ich brauche auf jeden Fall die Tutorials. Alles klar. In den Wintermonaten hält sich die Stadtbevölkerung vorrangig durch gelegentliches Aufsuchen ihrer beheizten Wohnstätten warm. Nur gelegentliches Aufsuchen? Achso, Sekunde, bevor ich gerade mal weitermache, ich mache nochmal kurz auf Pause und würde gerne hier meine Facecam mal ein bisschen anders platzieren. Nämlich ein bisschen höher. Und ich mache mich nochmal ein kleines Stückchen größer. So. So ist besser. Dann bin ich nämlich hier unten nicht über der Leiste. Okay, die Kreise sollten sich nicht überlappen. Das hatte ich mir fast gedacht. Wichtig ist zum Beispiel, dass Kräutersammler ohne Förster in der Nähe gebaut werden, weil Kräuter nur in alten Wäldern wachsen. Alles klar. Mhm. Jäger und Nahrungssammler können ruhig mit Förster oder Kräutersammler überlappen. Okay. Alles klar. Ledermantel, Wolle, warmer Mantel, Leder und Wolle. Okay. Guck mal, da können wir auch mal eine Null dran machen. Zack. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wenn Ihnen die Ressourcen ausgehen, kann der Schneider keine neue Kleidung mehr herstellen. Hier, arbeiten. Mach mal. Erscheint über der Schneiderei das folgende Symbol. Alles klar. Mhm. Habe ich verstanden. So, hier, du arbeitest auch mal. Ach so, kann ich schon nicht. Ach so, das ist der Kreis jetzt hier für den Kräutersammler, ne? Genau. Alles klar, alles klar. So kann ich immer noch nicht auf Arbeiten klicken. Arbeite doch mal. Was ist das hier? Wenn Ihre Stadtbevölkerung nicht gesund ist, ist sie anfällig für Krankheiten. Okay, ja, das klingt logisch. Kräutersammler sammeln gesammelten Kräuter können verwendet werden, um Ihre Bevölkerung trotz schlechter Ernährung gesund zu halten. Okay. Wildkräuter wachsen gewöhnlicherweise in der Nähe alter Bäume. Sie sollten dies bedenken, wenn Sie einen Kräutersammler platzieren wollen. Okay, das war der Hinweis von Druffzilla auch gerade. Klicken Sie auf das Forsthaus. Ja, machen wir mal. So, das ist ja schon mal Kacke hier, ne? Das überlagert sich ja jetzt hier schon mal. Das war ein blöder Vorschlag vom Tutorial. Im Gegensatz zur vollständigen Abholzung eines Waldgebietes ermöglicht es Ihnen der Förster, den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Oh, das ist auch sehr cool. Förster pflanzen neue Jungbäume und fällen nur alte Baumbestände in der Umgebung des Forsthauses. Der gelbe Kreis, der um das Forsthaus herum dargestellt wird, markiert das Arbeitsgebiet, okay? Okay. Abholzen von Bäumen stoppen oder wieder aufnehmen lassen, wird das Abholzen deaktiviert, fällen die Förster im Arbeitsgebiet keine Bäume mehr. Okay.
Ebenfalls kann das Setzen von neuen Jungbäumen deaktiviert werden. Bei Deaktivierung werden die Förster im Arbeitsgebiet keine neuen Baumsetzlinge mehr pflanzen. Förster bauen innerhalb des Arbeitsgebiets Stein und Eisenerz ab, um Platz für neue Baumsetzlinge zu schaffen. Oh, das ist auch cool. Also, muss ich sagen, gefällt mir bisher echt, echt sensationell gut, dieses Spiel. Okay, ach guck mal, wir können direkt ins nächste Tutorial wechseln. Gefällt mir wirklich gut. Finde ich grafisch auch echt schick. Und ich mag solche Simulationen echt gerne. Ich war auch schon kurz davor, mir das neue Anno zu kaufen. Hab aber dann die Kritiken gelesen und hab mir dann gedacht, mäh. Ich bin eh nicht so der Anno-Freund gewesen bisher. Während eine Weidefläche angelegt wird, können sie schon andere Gebäude in Auftrag geben. Okay, eine Jagdhütte zum Beispiel. Ja, das klingt logisch. Wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich Civilization echt sehr gerne spiele. Da ist aber auch so dieses Wirtschaftssimulationszeug nicht so unbedingt im Vordergrund. Da mag ich andere Aspekte. Ansonsten bin ich halt einfach nicht so der Freund von so Simulationen, wo man gegen andere Völker kämpfen muss. Irgendwie, ich, keine Ahnung, bin irgendwie schon... keine Ahnung, raus aus dem Alter oder so, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Mag ich einfach nicht mehr so gerne, solche Spiele. So, Bauern bewirten Felder und Äcker, auf welchen verschiedenen Kulturpflanzen zur Nahrungsversorgung ausgesät werden können. Um einen Acker zu platzieren, wählen Sie im Menü den Acker. Alles klar. So, hier ist Acker. Oh. Acker ist zu klein. Acker ist zu klein. Bauer können weiterhin Obstgärten, verschiedene Obstsorten und Nüsse anbauen. Okay. Um einen Obstgarten zu platzieren, wählen Sie aus dem unteren Menü den Obstgarten. Ja, das machen wir nochmal. Obst ist ja gesund. Wählen Sie den Acker mit einem... Links wieder aus, Entschuldigung. Okay. Um Nutzpflanzen auf den Acker anzubauen, müssen Sie erst einen einzupflanzenden Samentyp auswählen. Okay, was gibt's denn zu Mais, Kartoffeln, Weizen? Hm. Mais, Kartoffeln, Weizen. Wir nehmen Mais. Achso, dann muss ich hier irgendjemanden zuweisen. Im Frühling werden die Bauern neue Samen auf dem Acker pflanzen. Im Herbst findet die Ernte statt. Sie können die Ernte durch Auswahl von Ernten auch frühzeitig beginnen lassen. Okay, macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht, ne? Nach der Aussaat zeigt die Statusleiste unten im Fenster, wie reif die Pflanzen sind. Die Anzeige dient als Richtwert, wie ertragsreich die Ernte wird und damit wie viel Nahrung bei der Ernte produziert wird. Okay. Finde ich echt nicht schlecht gemacht. Hier, klick mal auf Arbeiten. Los, ran, Leute. Ran an den Speck. So, hier wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Apfel, Birne. Okay, das ist jetzt nicht die Riesenauswahl. Reicht aber ja auch, ne? Ja, okay. Das, abholzen lassen, um schnell an Holz zu kommen. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das ist klar. So. Um die Viehweide zu verwenden, müssen sie zuerst auswählen, welche Tiere auf der Weide gehalten werden sollen. Ja, ich hätte gern... Oh. Ich hätte gerne Giraffen. Achso, jetzt müssen Leute dahin. So, ja. Leeren. Wenn sie die Viehherde von der Weide zu einer anderen Weide treiben wollen, klicken sie auf den Button Leeren. Sie benötigen allerdings eine andere Weide, die genug Platz für alle Tiere hat. Okay, das heißt also, Weiden nutzen sich ab. Und man muss hin und wieder die Weide schon mal wechseln, ja? Sie können die Viehherden aufteilen lassen, damit sich die Tiere besser vermehren. Klicken Sie dazu den Button Aufteilen. Dazu wird allerdings genügend Platz auf einer anderen Weide benötigt, um das Vieh aufzunehmen. Okay. Sie können die Arbeit auf der Viehweide unterbrechen oder wieder aufnehmen. Ja, okay, alles klar. Wenn die Weide zu voll wird, werden einige der Tiere von den Hirten geschlachtet und zu Fleischverarbeiter verarbeitet. Okay. Sie können steuern, wie viele Tiere? 15 von 16. Okay, 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 alles klar. Ja, ja, ja. Bei Knappheit schnell an Nahrung zu kommen. Samentypen und anderes Vieh bekommst du durch Handel. Okay, cool.
Jäger jagen. In der Tat. Nahrungslimit, okay. Die Arbeiter stellen dann in dem Gebäude die Arbeit ein, sobald das Limit erreicht wird. Ja, das ist keine schlechte Idee. Hoppelopser. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Moment, es geht sofort weiter. So, mal gucken, ob es auffällt. Mein lieber Druckzilla, ich habe dich mal zum Mod von dem Chat gemacht. Von dem Chatraum. so oft, wie du auch dabei bist. Ich habe einfach mal, ohne zu fragen, habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Ach so, da kann ich ja gerade mal kurz was einwerfen in eigener Sache. Nee, das mache ich gleich. Aber Klaus, du kannst doch nicht erst was anfangen zu sagen und dann sagen, du machst das nicht. Doch, das kann ich. die Anzeige für die aktuelle Jahreszeit lässt erkennen, wie viele Ressourcen in der aktuellen Jahreszeit bisher produziert wurden. Ah, okay. Aktuelles Jahreszeit, Fisch 189, Holz 3. Oh, das ist ja nicht so viel. Vorherige Jahreszeit, Fisch 565. Alles klar. Die Anzeige für die vorherige Jahreszeit stellt vielleicht. Ja, das habe ich ja schon. Das habe ich schon selbst schon erkannt. Ebenso die Nahrungsproduktion ausweiten müssen, da sonst die Gefahr einer Hungersnot besteht. Eine große Vielfalt an verschiedenen Nahrungsmitteln sorgt zusätzlich für Gesundheit und Zufriedenheit. Das auch, klingt auch irgendwie logisch, ne? Aber, Klaus? RNV-Fan. Habe ich eigentlich schon Hallo gesagt? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich frage doch nicht. Ja, das ist auch in der Tat keine Arbeitsaufforderung, ne? Das ist nur... Ich habe halt eine Handvoll Leute, da so grundsätzlich keine Links erlaubt sind, habe ich halt gerne eine Handvoll Leute, die gerne Links posten dürfen, wo ich mir auch denke, diejenige oder derjenige wissen auch, was sie posten können und was nicht. Von daher. So. Ja, das nächste Tutorial machen wir dann auch noch, ne? Das dürfte, glaube ich, das letzte sein. Ich meine, es wären 4 Tutorials gewesen, oder? An Handelsposten können Sie neue Getreide, Gemüse und Obstsamen einkaufen. Samen. Der Klaus hat Samen gesagt. Ebenfalls erhältlich sind Nutzvieh, Nahrung und eine Vielzahl an Ressourcen. Sobald ein Handelsposten errichtet wurde, treffen regelmäßig fahrende Händler mit Verkaufsgütern ein. Okay, super. Es wurde bereits ein Handelsposten errichtet. Oh, vielen Dank. Klicken Sie auf den Handelsposten, um das dazugehörige Detailfenster einzublenden. Ja, das machen wir. Das kennen wir ja schon. Oh, guck mal, was haben wir denn? Bären, Eisen, Fleisch. Kartoffeln, Leder, Pilze, Wildbret, Zwiebeln, Brennholz, Eisenwerkzeug, Holz, Kräuter, Ledermantel, Stein, Wurzeln. Müssen an Flüssen platziert werden oder an einem See, welcher mit einem großen Fluss verbunden ist. Ah, okay. Echt sehr cool gemacht, das Spiel. Muss ich sagen. Das ist aber keine Alpha-Version, ne? Das ist ein fertiges Spiel, oder? Ihr seht, ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe heute einfach geguckt, okay, welche Spiele sind mir in Erinnerung, die ich heute spielen könnte, die sich Zuschauer gewünscht haben. Und da fiel mir unter anderem Banished ein. Es können jegliche in der Stadt hergestellten Ressourcen gehandelt werden. Okay. Da der Stadt mehr Werkzeug und Kleidung als benötigt zur Verfügung steht, bietet es sich an, diese im Handelsposten als Verkaufsgüter anzubieten. Setzen Sie zu verkaufen eine Anzahl Ledermänner auf 100, indem Sie Auf- und Ab-Pfeile drücken. Kann ich das nicht auch eintippen? Ja, guck mal. Oh. Entschuldigt. Achso, 120, Entschuldigung. Ja, mach das halt so. Für den Transport von Lager in Handelskosten werden Arbeiter benötigt. Weisen Sie 4 Arbeiter in. Ah, okay. Alles klar. So, und jetzt sollen wir das wieder schnell machen. So. Wo kommen sie denn? Wo sind sie? Oh, guck mal, da kommen sie. Oh, stopp, hier, nicht so schnell. Ich muss doch das mal sehen. Guck mal, da bringt er eine Kiste. Oh, und schwupps war die Schubkarre weg.
echt nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ich trinke nochmal einen Schluck, während die Leute da transportieren. Hühner? Hühner. Dieser Fahnenende verkauft Hühner. Gekauftes Vieh können sie auf die Weide schicken. Okay. Erhöhen sie die Anzahl der zu verkaufenden Eisenwerkzeuge und Ledermänner so lange, bis sich der Verkaufspreis mit dem Einkaufspreis der Hühner deckt. Kosten 400? Was? Erhöhen Sie die Anzahl der zu verkaufenden Eisenwerkzeuge und Ledermäntel so lange, bis sich der Verkaufspreis mit dem Einkaufspreis der Hühner deckt. Gesamt, wo sehe ich denn? Kosten 400. Ah, okay, ja, ich verstanden. 100 Einheiten verkauft werden. Handel. Okay. Einkauf. Automatischer Einkauf. Einkaufsmodus gibt an, wann ein automatischer Handel mit fahrenden Händlern durchgeführt wird. Okay. Sie können die maximale Anzahl einzukaufender Artikel für verschiedene Kategorien einstellen. Die Händler werden bis zu dieser Grenze die angegebenen Artikel einkaufen, vorausgesetzt, es sind genügend Güter zum Tauschen vorhanden. Okay. So. Ah, okay. Wenn Sie mehr als einen Artikel für automatischen Einkauf eingestellt haben, können Sie die Einkaufspriorität der Artikel bestimmen. Alles klar, ja. Aufträge. In diesem Bestellmodus kann eingestellt werden, ob eine Bestellung einmalig oder wiederkehrend aufgegeben wird. Das ist auch echt nicht unkomplex, ne? Also, das ist schon wirklich cool. Im Fenster werden die Güter, die der fahrende Händler liefern kann, angezeigt. Um eine Bestellung aufzugeben, wählen Sie durch Anklicken die entsprechenden Artikel aus. Okay, ja. Erfahrene Händler haben in ihren Booten nur begrenzt Platz. Falls sie zu viele Artikel auf einmal bestellt haben, können nicht sofort alle auf einmal geliefert werden. Artikel, die per Bestellung gekauft werden, sind teurer als bei einem normalen, zufallsbasierten Einkauf. Okay. Handel ist eine einfache und großartige Möglichkeit, schnell an Waren heranzukommen, die in ihrer Stadt knapp sind oder noch nicht produziert werden können. Das Tutorial über das Handel ist hiermit abgeschlossen. Klicken Sie auf Beenden, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Oh, das ging ja fix.